Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zum heutigen Pressbriefing des Science Media Centers. Mein Name ist Annegret Burkert und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften. Im heutigen Pressbriefing wollen wir uns der derzeitigen Diskussion um das sichere Öffnen der Schulen im Herbst anschließen. Die Debatte ist ja hochemotional, auch weil einige Stimmen meinen, dass für die Kinder, die so lange nun zurückgesteckt haben während der Pandemie, die Politik nicht die nötigen Voraussetzungen schaffe, um einen sicheren Schulbetrieb und in Präsenz im Herbst zu ermöglichen. Wir wissen alle, dass gerade die Kinder auch stark gelitten haben während der Pandemie unter den Schulschließungen und der Lockdown-Bedingungen und dass viele Kinder und Jugendliche Ängste entwickelt haben, Depressionen, Essstörungen aufweisen. Und gerade das Leid der Kinder muss ja nun auch stärker berücksichtigt werden. Und ja, man hat jetzt nun die Erfahrung gesammelt im letzten Jahr, wie man mit dieser Pandemie umgehen kann. Und der Wille, die Schulen im Herbst auch offen zu lassen und nicht mehr zu schließen, wird ja auch von Entscheidungsträgern geäußert. Aber wie kann denn das jetzt umgesetzt werden? Gerade während die Delta-Variante ja nun auch auf dem Vormarsch ist. Und weiterhin die Tatsache besteht, dass der Großteil der Kinder und Jugendliche bis Herbst ja auch nicht geimpft sein wird. Also welche Maßnahmen und welche Tools sind aus Sicht der Forschenden wirklich sinnvoll, um den Schulgang oder die Schulen offen zu lassen und den Unterricht sicher zu gewährleisten? Das wollen wir jetzt hier heute besprechen. Sie können natürlich jetzt auch schon Ihre Fragen in dem Question-and-Answer-Tool an die Experten stellen. Wir würden Sie wirklich bitten, dieses Tool zu verwenden und nicht den Chat, damit mein Kollege mir diese Fragen hier auch reinreichen kann. Jetzt möchte ich Ihnen direkt unsere vier Experten, die heute hier bei uns sind, vorstellen. Das ist zum einen Dr. Julia Huras. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin. Und sie arbeitet auch am Gesundheitsamt Köln, spricht ihr aber heute in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied der GHOP. Dann haben wir Professor Dr. Florian Klein. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Köln. Und er ist beteiligt an der Erprobung schneller und kindgerechter PCR-Corona-Testmethoden für Schulen und Kitas. Weiterhin anwesend haben wir Professor Dr. Thomas Mertens. Er ist ehemaliger ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Ulm und Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Und die vierte im Bunde ist Professor Dr. Eva Rehfuß. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls für Public Health und Versorgungsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und sie ist die Korrespondentin der S3-Leitlinie Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen. Guten Morgen. Ich möchte beginnen mit einer Frage an Frau Rehfuß, die ja nun maßgeblich an der Erstellung der Leitlinie für sich, also den Umgang des Unterrichts an Schulen verantwortlich ist. Und die Leitlinie wurde ja bereits anfangs des Jahres erstellt. Nun haben einige Fachgesellschaften kürzlich explizit nochmal darauf hingewiesen, dass die Befolgung der Leitlinie weiterhin auch bei aktuell niedrigen Infektionszahlen dringend empfohlen wird. Welche Maßnahmen, Frau Rehfuß, sind denn darin besonders wichtig? Und wenn wir jetzt auf die niedrigen Infektionszahlen und Inzidenzen gucken, welche Maßnahmen sind denn besonders wichtig für diese Leitlinie, gerade wenn jetzt die Impfung, wenn mehr Menschen geimpft werden und Inzidenzen vielleicht am Ende auch für das Infektionsgeschehen nicht mehr die perfekte Maßzahl sind? Ja, herzlichen Dank. Das sind jetzt gleich mehrere Fragen in einer. Ich versuche mal, mich davor zu testen. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir gerade noch mal eine Pressemitteilung herausgegeben haben von Seiten der kompletten Leitliniengruppe, dass diese Leitlinie weiterhin Gültigkeit hat. Die Maßnahmenpakete, die wir empfehlen, sind ja an das Infektionsgeschehen und hier betone ich Infektionsgeschehen, nicht 7-Tage-Inzidenzen angepasst. Das heißt, sie gelten bei den aktuell niedrigen Inzidenzen, sie gelten aber erst recht dann bei den voraussichtlich doch deutlich ausgeprägteren Infektionsgeschehen ab dem Herbst und vielleicht auch schon vorher. Was sind jetzt die wesentlichen Maßnahmenpakete? Ich glaube, die wichtigste Botschaft generell der Leitlinie ist, Einzelmaßnahmen reichen nicht aus. Wir müssen Maßnahmen im Paket umsetzen und empfehlen hier konkret zwei Maßnahmenpakete. Eins zur Prävention und eins zum Umgang mit Verdachtsfällen in Schulen. Im Bereich der Prävention sind es keine ganz großen Überraschungen. Wir haben aufbauend auf den AH plus L-Regeln diese sozusagen weiter ausdifferenziert und ausgeweitet.
Die Leitlinie enthält konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Schüler- und Schülerinnenzahlen in Präsenz, also Wechselunterricht bei hohem Infektionsgeschehen. Sie empfiehlt Kohortierung, das heißt Beschränkung der sozialen Kontakte auf festgelegte Gruppen in den Schulen. Es geht um das Maskentragen, und zwar bewusst um medizinischen Mund-Nasen-Schutz, also eher weg von den Alltagsmasken bei den höheren, bei ausgeprägterem Infektionsgeschehen. Wir befassen uns mit Maßnahmen auf Schulwegen. Wir empfehlen, dass weiterhin Musik- und Sportunterricht stattfindet, aber mit entsprechenden Schutzkonzepten. Und es geht auch um Lüften und gegebenenfalls ergänzende Maßnahmen durch Luftreiniger. Aber zu dem Thema kommen wir ja später noch. Und das zweite Maßnahmenpaket, das befasst sich mit den Verdachtsfällen. Und da gibt es zwei Arten von Verdachtsfällen. Das eine sind Schüler und Schülerinnen mit Symptomen, aber ohne bekannten Kontakt zu einem Fall. Und dann natürlich geht es um das Kontaktpersonenmanagement. Und bei beiden Maßnahmen beziehen wir uns ganz stark auf die RKI-Empfehlungen. Jetzt, was mir noch ganz wichtig ist, ein drittes Maßnahmenpaket fehlt im Moment noch. Die Leitlinie soll im Herbst aktualisiert werden. Und das dritte Maßnahmenpaket soll sich dann mit Testen und Teststrategien befassen. Das heißt, wir haben dann diesen Dreiklang: Maßnahmen der Prävention, Umgang mit Verdachtsfällen und in Zukunft eben auch das Testen und die Teststrategien. Und mit diesem Dreiklang sind wir eigentlich völlig im Einklang mit dem, was auch internationale Institutionen empfehlen. Das WHO-Büro für Europa hat am letzten Freitag nochmal neue Empfehlungen ausgesprochen, die ganz klar sagen, Schulen sollten offen bleiben, aber mit Schutzkonzepten. Das European Center for Disease Prevention and Control in Stockholm bereitet gerade eine Aktualisierung ihrer Empfehlungen vor. Und auch dort steht eigentlich das, was wir aus der Leitlinie heraus empfehlen. Und damit schließe ich vielleicht erstmal, aber vertiefe gerne noch, wo nötig. Genau, ich würde eine kurze Nachfrage direkt stellen. Und zwar war ja eigentlich schon direkt nach der Veröffentlichung der Leitlinie Anfang des Jahres die Inklusion oder das Mitreinnehmen einer Teststrategie schon bereits Thema. Jetzt sind wir schon im Sommer. Die Teststrategie ist als Maßnahmenpaket immer noch nicht dabei. Wieso? Also wieso dauert das quasi so lange? Ja, eine sehr gute Frage. Vielleicht zwei Antworten darauf. Wir hatten damals mit der Leitliniengruppe ja festgelegt, welche Fragen wir beantworten und welche wir ausklammern. Da waren auch ganz pragmatische Argumente mit dabei, nämlich zeitliche Verfügbarkeit, zeitliche Ressourcen. Und es gibt ja das große BIFAS-Projekt und auch von Herrn Klein werden wir ja da noch mehr zu diesem ganzen Testen- und Teststrategienkomplex hören. Und die Idee war eigentlich damals aus unserer Sicht, dass BIFAS diese Empfehlungen sozusagen separat liefert. Die liegen ja auch in unterschiedlichen Formen vor. Deshalb hatten wir das ausgeklammert. Und dann gibt es die ganz pragmatische Sache, dass wir einfach zu der Aktualisierung der Leitlinie noch nicht gekommen sind, weil ja viele der Beteiligten, die Sie auch oft aus den Medien kennen, eben an allen möglichen Fronten bei der Covid-Bekämpfung, Eindämmung eingespannt sind. Danke, Frau Refus. Sie haben ja auch schon übergeleitet, einmal zum Testen, aber auch zu den Luftfiltern. Da möchte ich erstmal direkt Frau Horaz mit reinholen. Sie waren ja federführend bei der Erstellung der Kapitel Lüften und Luftreinigung für die S3-Leitlinie beteiligt. Wie ist denn da die Evidenz? Also diese Luftreiniger sind ja auch wirklich total in der Debatte. Welche Luftreiniger? Gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Methoden, verschiedene Geräte? Wie sieht es da aus? Ja, zur Evidenz kann man sagen, dass sie nicht sehr gut ist, weil es natürlich keine systematischen Studien gibt, die untersucht haben, wie viele Infektionen können allein durch Lüftung oder durch Luftreinigungsgeräte verhindert werden. Wir haben trotzdem anhand von vielen guten Studien, die man übertragen kann auf die Situation in Schulen und aufgrund unseres Expertinnenkonsenses einige Empfehlungen gemacht. Es ist ganz klar, dass Lüftung generell in Schulen wichtig ist. Das war schon immer so. Das ist nicht erst seit Corona so. Wir können durch eine gute Lüftung die Coronaviren natürlich aus der Raumluft der Klassen reduzieren, genauso wie andere Aerosole, also andere Erkältungsviren oder Allergene zum Beispiel. Wir brauchen unbedingt Lüftung auch zur Reduktion von flüchtigen organischen Verbindungen, von Feuchtigkeit, damit von Schimmelschäden und vor allen Dingen von Kohlendioxid auch. Also Sie müssen lüften, jeden Klassenraum. Ein Klassenraum, der nicht gelüftet wird, kann nicht genutzt werden. Die Lüftung lässt sich im Idealfall natürlich immer am besten durch eine Fensterlüftung erzielen, aber auch durch gleichwertige Lüftungsanlagen.
Das ist also in der Leitlinie eine ganz klare Empfehlung zu lüften. Das Umweltbundesamt gibt da auch vor, schon immer, wie Fensterlüftung zur Gewerbstelle ist. Also alle 20 Minuten, 3 bis 5 Minuten Querlüftung. Ja, und dann gibt es einige Fälle, wo man zusätzlich zu dieser Lüftung die Grundvoraussetzung auch wegen der anderen Schadstoffe ist. In einigen Fällen braucht man eben vielleicht mobile Luftreinigungsgeräte zusätzlich. Natürlich können diese Geräte auch die Aerosole reduzieren. Es hängt davon, tatsächlich von den räumlichen Gegebenheiten und auch von der infektiologischen Lage ab, ob diese Geräte in einzelnen Räumen empfohlen werden. Das müssen Fachexperten entscheiden. Und in dem Zusammenhang ist mir auch ganz wichtig, dass auch die Aufstellung der Geräte fachlich gut begleitet werden muss, wenn sie irgendwo stehen und gar nicht die ganze Klasse dann durch die Strömung erfassen können, nützen sie nichts. Die Wartung muss vorher geregelt werden, der Filterwechsel muss geklärt werden, damit nicht der Hausmeister dann ganz verzweifelt das alleine machen muss und den Filter nicht richtig einbaut. Ja, und es ist eigentlich ganz wichtig, dass es klare Anforderungen an die Geräte gibt, was die Leistungsfähigkeit angeht. Also das ist immer der Luftwechsel oder die Clean Air Delivery Rate, die da angegeben wird. Es muss Anforderungen an die Schallemission geben, weil manche Geräte sehr laut sind und der Lärm dann wirklich für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Schülerinnen und Schüler ein erhebliches Problem darstellt. Und durch bestimmte Gerätetypen, die mit Ionisation oder UV-Strahlung arbeiten, können auch andere Schadstoffe gebildet werden und dann in die Klassenräume gelangen. Das darf natürlich auch nicht passieren. Es gibt eine VDI-Arbeitsgruppe, die gerade dazu arbeitet. Die VDI-Norm ist auch schon ziemlich weit. Ich bin auch mit in dieser Gruppe, aber wir sind leider noch nicht ganz fertig. Das ist einfach in solchen Gremien so, das ärgert uns alle. Aber jetzt zu Beginn der Schulferien, wo die ganzen Schulen agieren müssen, ist diese Norm noch nicht da. Was ich noch ergänzend kurz sagen möchte, die meisten Übertragungen geschehen, wie wir alle wissen, im sogenannten Nahfeld, also durch die Kinder, die direkt nebeneinander sitzen, sich ansprechen, sich anhusten. Da nützen diese Geräte gar nicht so viel, also insofern immer in Kombination mit anderen Maßnahmen. Und dann kam jetzt gerade im Spiegel noch ein toller Artikel zu einer Studie des Max-Planck-Instituts in Mainz. Die haben viel einfacher, viel kostengünstiger die normale natürliche Lüftung aktiviert, verbessert. Und ja, das kostet viel weniger als ein mobiles Luftreinigungsgerät und ist sogar effektiver. Also wo immer so einfache Lösungen mit Ventilatoren möglich sind, würde ich die präferieren. Vielen Dank. Dann möchte ich weitergehen zu eine Frage an Herrn Klein stellen. Und zwar die Teststrategie fehlt ja jetzt ja noch in der S3-Leitlinie. Und Ende Februar wies die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie darauf hin, dass für Schulen oder aber auch Kitas eine gut durchdachte Teststrategie natürlich umgesetzt werden muss, weil das massenhafte Schnelltesten zu vielen Falsch-Positiven führt und auch zu Diskriminierung führen kann. Und damals wurde schon auf eine gute Ausarbeitung der Pool-Testung als Lösung hingewiesen. Sie haben ja nun diese Pool-Testung als Methode für Kindergärten und Schulen miterarbeitet und nun einige Monate in Nordrhein-Westfalen mit begleitet. Können Sie uns bereits mit uns erste Erkenntnisse teilen? Ja, vielen Dank. Also Testungen können halt immer einen Teilbeitrag liefern, um Infektionen schnell zu erkennen, um Infektionsketten dann auch zu unterbrechen. Und darum, das ist natürlich dann das Ziel und möglichst das so zu tun, dass es wenig disruptiv ist für jetzt in dem Fall den Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler und auch für Kita-Kinder. Damit haben wir uns ja auch viel beschäftigt. Und die Methode, die wir dazu entwickelt haben, die sogenannte Lolli-Methode, die wird dem insofern in zwei Punkten halt, nimmt sie besonders auf, weil wir gesagt haben, wir brauchen einmal eine wirklich einfache und so gut wie es geht nicht invasive Probenentnahme. Das ist durch diese Lolli-Testung halt gegeben, dass Kinder 30 Sekunden an einem herkömmlichen Abstrichtupfer dann eben lutschen. Und durch die Zusammenführung von Testen und mit der sogenannten Pool-Testung dann eben. Und das passiert aber eben nicht im Labor, wie das ja in anderen Situationen auch durchaus gängig ist, sondern hier direkt vor Ort. Und dadurch werden halt eben die Labore entlastet und können eine wesentlich größere Gruppe
an Personen dann und Kindern dann testen. Und weil sie eben eine Probe bekommen und diese als Einzelprobe letztendlich dann untersuchen. Und wenn dort dann eben wenn der Pool eben negativ ist, dann sind halt alle Kinder, die dort den Abstrich abgegeben haben, konnte halt bei keinem Kind dann SARS-CoV-2 nachgewiesen werden. Wohingegen, wenn es dann positiv ist, muss dann dementsprechend der Pool natürlich aufgelöst werden und geschaut werden, welches Kind oder welches der Kinder dann positiv darin war. Und wir haben, wie Sie gesagt haben, schon auch erste Studien gemacht Ende letzten Jahres, dann erste Pilotprojekte in Kitas und in Schulen auch, vor allem hier in Köln. Und haben jetzt, seit Mitte April wird das Konzept angewandt in ganz Köln für Kita-Kinder und für Schülerinnen und Schüler. Und seit seit dem 12. Mai eben auch in Gesamt-NRW für alle Grund- und Förderschulen. Und da haben wir erste Erkenntnisse dazu. Also wir haben relativ früh erfahren und gesehen, dass die Akzeptanz sehr groß ist, dass die Machbarkeit und Durchführung sehr hoch ist, dass es auch für die betroffenen Eltern und Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer eben auch eine Form von Sicherheit gegeben hat. Also es wurde sehr früh schon sehr, sehr, sehr gut akzeptiert. Es war ja zu Anfang auf freiwilliger Basis und bei den Kitas hier in Köln, das sind knapp 700, ist es auch immer noch, wird es freiwillig eingesetzt und wir haben, ich glaube, über 98% der Kitas, die daran teilnehmen. Und bei den Schulen, also bei den Grund- und Förderschulen NRW, ist es so, dass es ja verpflichtend ist. Zweimal die Woche wird dort getestet. Aber auch da sind es sehr viele positive Rückmeldungen, was die Umsetzbarkeit angeht. Und das sind sozusagen die ersten Erfahrungen jetzt daraus. Vielleicht ganz kurz zu den Zahlen. Wir haben in den Kitas in Köln bisher ungefähr etwas über 50.000 Pooltestungen durchgeführt, haben 89 Kinder und Erzieherinnen und Erzieher da positiv erkannt. Und in den jetzt in NRW ist es so, dass da pro Woche circa 80.000 Untersuchungen, PCR-Untersuchungen gemacht werden. Und der Durchschnitt der Pools liegt so bei zwischen 16 und 18, sodass man ungefähr eine Einschätzung jetzt da schon mal machen kann. Und wir haben jetzt in NRW bis zum Ende des Schuljahres jetzt knapp 500.000 PCR-Untersuchungen in diesem Bereich gemacht. Und die Auswertungen laufen natürlich gerade, um dann auch eben alle Aspekte davon nochmal beleuchten zu können. Können Sie denn sagen, dass in dieser Zeit jetzt seit April, dass es da eine Korrelation zwischen dem positiven Test und der Hintergrundinzidenz gibt? Also wie oft in der Zeit musste eine Klasse in Quarantäne in Abhängigkeit von der Hintergrundinzidenz? Ja, also das können wir schon sagen. Wir sehen, die Positivrate nimmt in der Zeit, wo jetzt eben auch die Inzidenz in der Bevölkerung abgenommen hat, nimmt eben auch hier ab. Das haben wir sowohl in den Kitas als auch in den Schulen gesehen. In den Kitas war das zuletzt jetzt so, dass wir in der vorletzten Woche zum Beispiel auch überhaupt kein positives Kind dort getestet haben. Das war zu Anfang ganz anders. Wir haben auch immer wieder gesehen, auch bei den ersten Studien schon, dass wenn wir beginnen mit den Untersuchungen, dass wir dann immer noch eine relativ hohe Anzahl an Kindern erkennen und diese dann abnimmt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil dann Kinder, die ja schon als positiv erkannt wurden, dann bei der nächsten Testung ja auch nicht mehr dabei sind, sodass das dann auch immer wieder abfällt. Aber wir haben schon einen Zusammenhang klar gesehen, jetzt auch mit der Gesamtinzidenz. Gut. Und glauben Sie jetzt noch als letzte kleine Frage, ist die Testung reif für den Herbst? Also sind Sie der Meinung, das kann jetzt national implementiert werden? Ja, so ganz generell ist es natürlich so, dass wir, glaube ich, ja alle der Meinung sind, dass wir wirklich alles tun müssen, um Schülerinnen und Schülern und eben Kindern sowohl Schule als auch Kita-Besuche zu ermöglichen im Präsenzunterricht. Ich glaube, da sind sich wirklich alle einig und ich glaube, wir müssen alles dafür tun, dass wir das möglich machen können. Und dann ist es eben, wie Frau Knefus es eben schon gesagt hat, eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, die dazu beitragen können. Und
Vergessen darf man vielleicht auch nicht, sollte man an der Stelle nochmal erwähnen, dass ein wichtiger Beitrag natürlich auch von den Erwachsenen kommt. Nämlich, wenn wir generell eine niedrige Infektionslast haben, dann haben wir natürlich auch einen viel besseren Schutz für die Kinder. Das heißt also, jeder Erwachsene, der, ich sag mal, jetzt sagt, dass er sich nicht impfen lassen möchte, muss schon das auch mitbedenken, dass jede Impfung bei Erwachsenen eben auch dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und das auch eben positiven Einfluss auf die Kinder dann hat. Weil wenn wir das schaffen, dann brauchen wir natürlich, sind wir bei den anderen Maßnahmen, wird es dann auch wesentlich einfacher. Aber konkret zu Ihrer Frage zur Testung. Also wir wollen natürlich, hilft es, diese Form der Testung durchzuführen, um zum einen zu wissen, wie ist überhaupt das Infektionsgeschehen an Schulen. Das ist ja sonst oft auch schwierig zu bewerten. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Und es hilft schon auch eben, positive Kinder schnell zu identifizieren und dadurch Übertragungen dann zu vermeiden. Es ist aber auch so, dass man, und vielleicht, ich sage noch einen dritten Punkt, ich glaube, dass wenn man eben eine systematische Testung hat, man eben auch das mit einbeziehen muss in der Bewertung, auch zum Beispiel von Kontaktpersonen. Wir wissen, dass es ja für Familien oft sehr schwierig ist, wenn ein Kind in der Klasse positiv ist und dann gehen die Gesundheitsämter auch ein bisschen unterschiedlich vielleicht vor und dann kommt es zum Teil auch zu eben Quarantänemaßnahmen für die gesamte Klasse. Das ist natürlich für viele Familien und auch für die Kinder dann auch eine schwierige Situation. Da kann, glaube ich, eine systematische Testung auch helfen, weil das, was wir ja vermeiden wollen in der jetzigen Situation, wo wir eine Erwachsenenpopulation haben mit einer gewissen Teilimmunität schon, aber eben eine sehr noch eine naive Population bei den Kindern, dass es dort zu einer flächenhaften Ausbreitung von Infektionen kommt. Das ist ja das, was wir wirklich vermeiden müssen. Und dazu kann es eben eine gute und sinnvolle Teststrategie beitragen, um das zu erkennen, um das zu reduzieren. Und dass es auch in einem großen, also für eine große Population geht, das haben wir, glaube ich, jetzt in Nordrhein-Westfalen gesehen, mit ja, im Bundesland mit knapp 18 Millionen Einwohnern. Das heißt also, die Möglichkeit, dieses auch weiter auszuweiten, sind, glaube ich, schon da. Können Sie noch abschließend einmal kurz darstellen, was der entscheidende Vorteil einer PCR-Pool-Testung gegenüber den Einzelschnelltests ist, vor allem jetzt auch in Bezug auf die Delta-Variante? Ja, konkret zur Delta-Variante haben wir natürlich jetzt noch keine Ergebnisse. Es ist aber so, dass von der Validation, die wir gemacht haben, die ja, Sensitivität und Spezifität, weil es halt eben eine PCR-Untersuchung ist, auch wenn es nur ein Lutschen an dem Abstrichtupfer ist und ein gepulter Test ist, besser ist als bei einem Antigentest. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir hoffen halt eben dadurch auch, Kinder möglichst frühzeitig zu erkennen, bevor es dann zu weiteren Infektionsketten kommt. Das ist ein Vorteil. Sicherlich eine Schwierigkeit liegt in der Logistik. Das ist klar, dass eben auch diese Teste natürlich ins Labor transportiert werden müssen. Es ist aber möglich, es hat jetzt in Nordrhein-Westfalen aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Und es muss natürlich dann eine Poolauflösung stattfinden. Und dafür ist es wichtig, dass eben die Testung schnell durchgeführt wird. Aber auch das ist zumindest nach unseren Erfahrungen möglich, dass es dann halt eben zu einer schnellen Auflösung kommt. Beim Antigentest ist ja wirklich der Vorteil, dass Sie Kinder direkt erkennen können und dann auch direkt, ich sag mal, nach Hause schicken können. Vielleicht ein Nachteil, der uns auch immer wieder entgegengebracht wird, auch was die Antigenteste angeht, natürlich in der Machbarkeit bei kleinen Kindern. Deswegen kamen wir ja zum Großteil auch darauf, dass es da noch eine andere Methode geben muss. Und natürlich ist es in der Situation für das Kind, was dann positiv erkannt wird, unmittelbar schon auch, kann es wirklich eine Schwierigkeit darstellen. Das ist etwas reduziert in der Poolauflösung, weil die ja dann passiert, letztendlich, wenn die Kinder zu Hause sind, beziehungsweise dann ihre Teste einzeln abgeben, dass nicht sofort klar ist, welches Kind ist jetzt hier positiv und dass es da eben
nicht zu einer schwierigen Situation dann auch für die Kinder kommt. Danke, Herr Klein. Sie haben das Impfen ja auch schon angesprochen bei den Erwachsenen. Jetzt kommen wir mal zum Impfen, auch bei den Kindern. Herr Mertens, Sie waren ja erst kürzlich hier auch auf dem Pressbriefing und haben erläutert, die Empfehlung der STIKO, inwiefern Kinder oder welche Kinder überhaupt geimpft werden sollten. Die Impfung ist ja zugelassen. Hat sich seitdem, seit den letzten 4 Wochen in Ihrer Empfehlung was geändert? Gibt es neue Evidenz? Wird die STIKO eventuell kürzlich Ihre Empfehlung ändern oder was spricht weiterhin dagegen? Aktuell gibt es keinen wirklichen Grund, die Empfehlung zu ändern. Es ist ja selbstverständlich so, und das gehört ja auch gesetzlich zu unseren Aufgaben, dass wir nicht nur Empfehlungen erarbeiten, sondern bestehende Empfehlungen ständig überprüfen. Insofern brauchen wir dazu auch keine Aufforderung. Das ist sozusagen unser Tagesgeschäft. Und wir haben ja letztlich 3 Punkte, die wir klären müssen für diese Empfehlung. Der erste Punkt ist immer, brauchen die Kinder für ihre eigene Gesundheit die Impfung? Das ist ein wirklich entscheidender Punkt. Der hat leider Gottes in der Anfangsphase eine sehr untergeordnete Rolle in der öffentlichen Diskussion gespielt. Aber eine Impfung ist ja eine medizinische Maßnahme und jede medizinische Maßnahme sollte auch eine gezielte Indikation haben. Sie selbst alle, die zuhören, wenn sie zum Arzt gehen, würden sich ja wünschen, dass der Arzt das, was er tut oder vorschlägt, sei es in Diagnostik oder Therapie, dass das oder auch Prävention, dass das eben auf der Basis einer gesicherten Indikation erfolgt. Also wir müssen wissen, brauchen die Kinder aus ihren gesundheitlichen Bedürfnissen heraus die Impfung. Das Zweite ist der Impfstoff in dieser Altersgruppe so sicher, dass wir dann, wenn das Risiko durch die Infektion bei den Kindern sehr gering ist, sagen können, dass wir diesen Impfstoff für alle gesunden Kinder empfehlen können, ohne ein Risiko zu haben, dass es dadurch letztlich irgendwann zu Nebenwirkungen kommen würde, die das Ganze dann in Frage stellen. Und man muss sich klar machen, natürlich die Betrachtung der Sicherheit hängt entscheidend ab von dem Erreger und von der Bedeutung des Erregers. Ich will das nochmal, das Beispiel ist trivial, aber wenn es um einen Ebola-Impfstoff geht, bei dem die Hälfte der Infizierten oder mehr versterben, dann sind die Anforderungen an die Sicherheit anders einfach, als wenn Sie sagen, es gibt praktisch keine Kinder, die an Covid-19 bzw. an der SARS-CoV-2-Infektion verstorben sind. Das muss man sich klar machen. Also die Sicherheitsanforderung ist nicht ein Absolut, sondern sie hängt natürlich auch ab von dem, was die Infektion bzw. die Krankheit bedeutet. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und das interessiert uns natürlich genauso, ist das, was jetzt hier angesprochen worden ist, auch nämlich die epidemiologischen Auswirkungen der Impfung der Kinder. Da muss man aber jetzt mal fairerweise auch ein paar Zahlen nennen. Wenn Sie die Kindergartenkinder sehen, dann sind das in Deutschland ungefähr 2,5 Millionen Kindergartenkinder, wenn Sie 3 Jahrgänge Geburtenkohorten zusammenfassen. Die Kinder bis einschließlich dem 11. Lebensjahr sind ungefähr 4,5 Millionen Kinder in dieser Gruppe. Und dann kommen erst die 12-Jährigen, die sozusagen überhaupt zur Impfung anstehen. Sie müssen sich also alle klar machen, und das muss auch die Politik sich klar machen, dass diese direkte Verbindung, die immer gemacht worden ist in der Argumentation zwischen der Impfung als Voraussetzung für die Öffnung oder das Offenhalten der Schulen, und da sind wir ja auch bei dem heutigen Thema, das ist eigentlich nicht legitim. Und das hat natürlich viele Eltern auch sozusagen motiviert, jetzt ihre Kinder schnell impfen lassen zu wollen, weil sie eben dieser Argumentation geglaubt haben oder der Argumentation gefolgt sind, dass die Impfung ihrer Kinder eine Voraussetzung für den jetzt ja heute zu diskutierenden offenen Schulbetrieb ist. Und das ist eben nicht korrekt. Und ich sage es nochmal, wir haben ungefähr 7 Millionen Kinder in Kindergärten und Schulen, die kleiner sind als 12 Jahre und die auch gar nicht geimpft werden können. Ja, und jetzt muss man doch auch mal erklären,
Wie will man mit dieser Tatsache umgehen, wenn man auf der einen Seite sagt, jetzt die Impfung der über 12-Jährigen oder 12-Jährigen und älter, 12- bis 15-Jährigen, wäre eine Voraussetzung für den Schulbetrieb. Gut, jetzt nochmal zurück. Also es gibt bisher auch wiederum entgegen mancher Äußerungen, die gemacht worden sind, keinen wirklichen gesicherten Hinweis darauf, dass die Delta-Variante Kinder stärker krank macht als die anderen SARS-CoV-2-Viren, die in Zirkulation waren bisher. Es gibt sogar im Gegenteil also einige Hinweise darauf, dass möglicherweise die Pathogenität sogar geringfügig geringer sein könnte. Das ist die erste Aussage zur. Also dadurch hat sich die Bedeutung des Virus für die Gesundheit der Kinder eigentlich nicht verändert in unserer Bewertung. Was die Sicherheit angeht, da wird immer, da ist es ja mittlerweile sprichwörtlich, dass die Zulassungsstudie keine gesicherte Aussage über die Sicherheit machen kann, denn mit den 1130 Kindern, die da geimpft worden sind, da können sie also wirklich auch nur mittelseltene Nebenwirkungen gar nicht erfassen. Jetzt wird immer wieder verwiesen auf die großen Impfzahlen in den Vereinigten Staaten. Da ist es aber so, dass wir bisher nur Meldezahlen kennen, auch Meldezahlen von Myokarditis. Die sind aber nicht aufgearbeitet im Augenblick. Und wir warten dringend darauf und hoffen eben in den nächsten Wochen, dass wir tatsächlich verwertbare Daten aus den USA bekommen, im Hinblick auch zum Beispiel auf die Myokarditis und natürlich auch auf andere mögliche Nebenwirkungen, sodass man sagen muss, die Aussage, dass tatsächlich die notwendigen Daten aus den USA oder von woanders bereits vorlägen, ja, das kann man so nicht sagen. Wir warten auf die Daten in einer Form oder in einer Auswertung, die man auch wirklich verwenden kann. Was die epidemiologischen Auswirkungen angeht, haben wir ja gerechnet, das steht ja auch in unserer Empfehlung drin und die Abbildung ist drin, dass es natürlich, wenn man die Kinder nicht impft, zu mehr Infektionsfällen bei den Kindern kommt, das ist ja ganz klar. Die Frage war aber zu klären, inwieweit wirkt sich das in der Altersgruppe auf Erkrankungen, Hospitalisierung aus, auf Todesfälle gar? Und wie wirkt sich das aus im Hinblick auf die Hospitalisierung und Todesfälle in der gesamten bundesrepublikanischen Population? Und da konnte man sehr gut zeigen, dass es eine Auswirkung gibt, dass die aber insgesamt gering ist und wiederum interessanterweise auch im mathematischen Modell extrem von dem abhängt, was Florian Klein gerade erwähnt hat, dass nämlich die Durchimpfungsrate der Erwachsenen da wieder ein entscheidender Einflussfaktor ist. Mit anderen Worten, man kann auch mathematisch nachvollziehen, dass wenn die Durchimpfungsrate der Erwachsenen hoch ist, und das haben wir ja auch gemacht, dann sieht man, dass damit sozusagen die Relevanz der Kinderimpfung ständig geringer wird. Und das ist auch der Grund, warum wir so sehr darauf gedrängt haben, dass sich jetzt eben vor allen Dingen die Erwachsenen impfen lassen sollen, aus zwei Gründen. Nämlich zum einen, weil sie eben deutlich die Pandemie beeinflussen können oder sagen wir mal die Dynamik der Virusausbreitung beeinflussen können. Und zum anderen, weil sie natürlich selber geschützt sind, auch vor einem möglichen und nicht auszuschließenden Eintrag von Virus durch Kinder in die Familie. Obwohl wir sagen müssen, und dann bin ich fertig, bislang in der bisherigen Pandemie war es ja so, dass sich der Großteil der Kinder nicht in der Schule infiziert hat, sondern zu Hause. Das ist ja auch ganz gut untersucht. In der Größenordnung von 75% der infizierten Kinder haben ihre Infektion ja nicht in der Schule erworben, sondern zu Hause, in der Umgebung. Zusammengefasst, wir müssen wirklich darauf achten und deshalb ist das auch eine sehr schöne Veranstaltung hier, dass alles das, was gemacht wird, wirklich evidenzbasiert ist. Das gilt für die Testung, das gilt für die sonstigen Maßnahmen, einschließlich Raumluft. Und dann machen wir genau das, was richtig ist. Also wir müssen uns versuchen, auch als wissenschaftlich denkende Menschen da an die Evidenz zu halten, auch wenn das dem einen oder anderen in der einen oder anderen Situation gerade nicht gefällt. Ja, danke, Herr Martens. Wir haben viele Fragen, deswegen möchte ich gleich weitergehen und bitte auch nochmal auf kurze Antworten hinweisen.
Frau Rehfuß auch nochmal, welche Bedeutung messen Sie denn Long-Covid ein, wenn wir jetzt gerade auf das Thema Impfung gucken? Ungeimpfte werden sich ja voraussichtlich früher oder später doch anstecken mit Delta oder einer anderen Variante. Müssen aus Ihrer Sicht Jugendliche nicht deshalb präventiv doch geimpft werden? Wie sehen Sie das? Also Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen ist definitiv ein Thema, was uns in der Forschung sehr beschäftigt, wo man einfach sagen muss, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig. Die Schätzungen, wie stark Kinder von Long-Covid betroffen sind, schwanken ganz stark je nach Studie und Einschätzung von unterschiedlichen Kinderärztinnen und Kinderärzten. So etwa zwischen 1% und 10% aller Kinder, die infiziert waren. Und ich glaube, diese Schwankungen, da muss man ein bisschen drauf gucken, warum diese Bandbreite so groß ist. Ein Faktor ist, wann schaue ich drauf? Ist das nach 4 Wochen oder ist es dann erst nach 3 Monaten, wo es sich sozusagen längerfristig manifestiert hat? Ein zweiter Faktor ist, wie messe ich, befrage ich? Also frage ich nach Symptomen oder stelle ich tatsächlich eine Diagnose im klinischen Setting? Da kann man allerdings auch dazu sagen, dass diese ersten Long-Covid-Fälle bei Kindern tatsächlich in den Kliniken eher erst in der zweiten Welle vorstellig wurden und die steigen an. Also es ist schon ein Problem, was man auf jeden Fall betrachten muss. Und der dritte Punkt ist aber auch, und da kam auch gerade ein neuer Preprint raus dazu, auch aus Deutschland, die eben zeigt, dass es ganz schwer zu unterscheiden ist, welche Symptome in diesem komplexen Syndrom, da ist ja alles dabei, Erschöpfung, Kopfschmerzen, also Fatigue im weitesten Sinne, Konzentrationsfähigkeit, aber auch tatsächlich so stärker ausgeprägte somatische Sachen wie Muskelschmerzen, Kurzatmigkeit. Also was lässt sich jetzt auf eine Covid-Erkrankung zurückführen und was sind eher die indirekten Folgen der Pandemie und der diversen Maßnahmen? Also aus meiner Sicht durchaus was, wo man sehr genau hinschauen muss, wo auch Kinderärzte sehr genau hinschauen sollten und was wir natürlich von Seiten der Forschung begleiten müssen. Im Moment aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Grund, um weiterhin Schutzkonzepte in den Schulen zu fahren und da der Pandemie sozusagen nicht freien Lauf zu lassen. Aber da ist natürlich Herr Mertens näher dran an der Beurteilung, aber aus meiner Sicht kein Grund per se, um jetzt Impfungen bei Kindern durchzuführen, weil wir das einfach noch nicht genau wissen. Genau, die nächste Frage auch nochmal zu Impfstoffen. Ist bei den mRNA-Impfstoffen denn jetzt mit späten Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen zu rechnen? Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Impfung bei der Schweinegrippe denkt, wo noch Jahre nach der Impfung Narkolepsie-Fälle zum Beispiel aufgetreten sind, rechnen Sie damit, dass da noch späte Nebenwirkungen jetzt auftreten werden bei der Beobachtung der geimpften Kinder in anderen Ländern? Die Frage ist an mich gerichtet. Also das ist sehr schwer zu beantworten. Späte Nebenwirkungen wie das Guillain-Barré-Syndrom bei der erwähnten Schweinegrippe-Impfung, das ist aber jetzt eine andere Schweinegrippe-Impfung als die, die Sie meinen, die ist viel älter, da waren Sie noch im Kindergarten. Und dem Narkolepsie sind jetzt nach der aktuellen Schweinegrippe-Impfung, das sind sicher seltene Sachen, aber sie sind, wie man sieht, ja nicht auszuschließen. Und das Problem der Myokarditis derzeit ist, dass wir eigentlich nicht wissen, was für eine Myokarditis das wirklich ist. Es gibt nämlich keine entsprechenden feingeweblichen Untersuchungen und es gibt also keine sehr klare Vorstellung, was das ist. Wenn wir als Analogie zu dieser Myokarditis die Virusmyokarditis heranziehen, also nehmen wir mal die bekannte Picornavirus-Myokarditis, dann muss man schon sagen, dass die zwar akut vorbeigehen kann, dass sie aber dass die Gefahr in sich birgt, dass es nach längerer Zeit dann tatsächlich zu bestimmten Formen der Herzinsuffizienz kommt und auch zu Veränderungen im Myokard, also im Herzmuskel kommt, die man so auch schnell nach dieser ersten Manifestation nicht erkennen kann. Also zusammengefasst ist nein, natürlich, das ist das Wesen der Unsicherheit, dass wir nicht sagen können, vor welcher Nebenwirkung wir genau Sorgen, um welche wir Sorgen haben. Aber man muss auch sagen, dass es eben auch jetzt bei dieser Myokarditis-Form, selbst wenn sie in der akuten Phase offenbar meist blande verläuft, ob die dann nochmal später zu strukturellen Schäden am Herzmuskel führt, das kann man im Augenblick nicht beantworten, die Frage.
Genau, hier kommt dann eine Frage, Herr Mertens, wie viele Eltern möchten ihre Kinder impfen lassen und sind angesichts der STIKO-Empfehlung aber verunsichert und fragen sich, ob sie ihre Kinder damit einem zu großen Risiko aussetzen. Ist diese Sorge denn berechtigt aus Ihrer Sicht? Ja gut, ich meine, Sie kennen alle die Empfehlung der STIKO, die letztendlich die Antwort ist, die ich darauf geben kann. Ich kann Ihnen keine zusätzliche Interpretation unserer Empfehlung liefern. Gut, der Begriff der Verunsicherung wird ja wahrscheinlich das Wort des Jahres 2021 werden, denn es ist ja ganz egal, was gesagt oder wird. Es führt immer zur Verunsicherung. Das ist sozusagen sehr fest im Sprachgebrauch jetzt integriert. Die Empfehlung der STIKO ist einfach die, dass wir sagen, ein ansonsten gesundes Kind muss jetzt nicht unbedingt und nicht alle gesunden Kinder geimpft werden, aus den genannten Gründen. Und wir auf der anderen Seite sagen wir, dass die Kinder, bei denen wir wissen, auch durch Literaturanalyse, durch systematische Literaturanalyse, die eine Vorerkrankung haben, und die damit das Risiko eines schwereren Verlaufs von Covid-19 gesichert haben, dass die natürlich geimpft werden sollen, aus den eingangs genannten Gründen, weil sich dann sozusagen das Verhältnis zwischen Nutzen und potenziellem Risiko verändert. Also das ist die Stellungnahme der STIKO und ich denke, dass sie wissenschaftlich sehr korrekt ist. Gut, dann haben wir jetzt hier noch Fragen zu dem Pooltest, Herr Klein. Sind Sie der Meinung, dass man zu den Pooltests parallel auch noch Antigen-Gentests durchführen sollte in den Schulen? Also kurz und knapp. Gleichzeitig muss man es sicherlich nicht machen. Es ist so, dass die Antigen-Teste natürlich von älteren Kindern gut durchgeführt werden können. So, das sehen wir aus den Erfahrungen aus Österreich zum Beispiel. Und bei den kleinen Kindern und bei den Kindergartenkindern ist das natürlich ganz schwierig. Also gedoppelt werden muss das in dem Sinne nicht. Das macht, denke ich, keinen Sinn. Aber natürlich ist es jetzt nicht ohne Grund so, dass wir aktuell es in Grund- und Förderschulen machen und eben jetzt auch in Kitas und in den weiterführenden Schulen, da ja aktuell auch die Antigenteste durchgeführt werden. Haben denn die Pooltestungen zu Mehrauslastung der Labore in Köln oder Nordrhein-Westfalen geführt? Und wenn ja, war das überhaupt ein Problem? Ja, das ist schon so. Das ist schon eine hohe Testzahl, die dort abgearbeitet werden muss, ein hoher logistischer Aufwand. Aber wenn Sie jetzt gucken, wir wissen ja über das RKI ungefähr, wie die Testkapazitäten in Deutschland sind. Da liegen wir so bei 2,2, 2,3 Millionen pro Woche an PCR-Testungen. Und wir haben im Moment eine Auslastung, ist aber jetzt auch eher niedrig, von so 700.000 vielleicht. Und in Spitzen Zeiten, denke ich, bis 1,5 Millionen, so in dem Bereich liegt das. Und wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen ungefähr 80.000 Teste, die gemacht werden pro Woche. Wenn Sie es dann also aufs Land, also aufs Bundesland, auf ganz Deutschland ausweiten, dann liegen Sie bei vielleicht 450.000. Also diese Anzahl ist, glaube ich, rein von den Laboren zu leisten, aber es ist natürlich ein deutlicher Mehraufwand. Ja, danke. Dann habe ich noch zwei Fragen, eine Frage an Frau Rehfuß und Frau Horaz. Da geht es um das Thema, dass es ja für viele Maßnahmen doch einfach noch nicht genug Evidenz gibt. Einige Maßnahmen wurden ja bereits werden bereits seit Monaten umgesetzt. Und warum gibt es bislang in Deutschland so wenig Begleitforschung zu den nicht pharmazeutischen Maßnahmen, auch in Schulen? Und wie könnte das künftig entsprechend aussehen und müsste begleitet und initiiert werden? Ich kann mal kurz anfangen. Ich hatte vermutet, dass wir nicht mehr zu der Frage kommen und hatte schon mal den Beginn einer Antwort im Chat gewagt. Aber vielleicht noch da, um da noch hinzuzufügen, warum machen wir überhaupt so wenig Forschung zu nicht-pharmakologischen Maßnahmen? Ich glaube, das hat seine Ursprünge auch in der doch etwas unterentwickelten Public Health Forschungslandschaft in Deutschland, unterentwickelt im Vergleich zu Ländern wie UK oder USA, wo sozusagen auf der wissenschaftlichen Seite zu wenig Kapazitäten da sind, einerseits, und zum anderen der Bedeutung dieser Maßnahmen andererseits bis zu Beginn der Pandemie nicht genügend Bedeutung beigemessen wurde. Ich denke, das ändert sich, das sehen wir jetzt auch schon. Und was ich sozusagen im Chat schon angedeutet habe oder als Antwort,
Es ist natürlich auch schwierig, diese Maßnahmen sehr gut zu beurteilen. Ich persönlich finde es nach wie vor wirklich schockierend, dass wir weiterhin zu ganz großen Teilen in der internationalen Sichtung der Evidenz auf Modellierungsstudien angewiesen sind. Wir machen ja zum Beispiel diesen Cochrane Review, lebenden Cochrane Review zur Wirksamkeit der Schulmaßnahmen und haben im Prinzip auch international fast nur Modellierungsstudien gefunden. Aber ich würde mir tatsächlich von der Politik da ein deutlicheres Signal wünschen, dass diese Art von Forschung auch noch jetzt und auch zum Herbst hin gewünscht ist und auch schnell und pragmatisch unterstützt werden kann, aber in der Umsetzung durchaus eine Herausforderung. Ich kann mich dem hundertprozentig anschließen. Ich würde mir auch wünschen, dass wir aus dieser Pandemie zumindest lernen, dass wir in Zukunft da besser sein müssen und dass wir präventiv eben mit solchen Forschungsarbeiten herangehen. Jetzt in der Pandemie ist es oft schwierig. Am Beispiel der Luftreiniger. Man kann keine Studien machen, wo man wirklich untersucht, ob es okay ist, Luftreiniger reinzustellen und dann weniger Schüler infiziert werden als ohne Luftreiniger. Das wäre ethisch nicht möglich. Und jetzt allein die Wirkung von Luftreinigern anzuschauen und alle anderen Maßnahmen wegzulassen, das wäre eben auch nicht möglich. Und insofern müssen wir da einfach in Zukunft besser werden. Ja, noch eine letzte Frage, bevor ich dann auch leider schon Richtung Schluss kommen muss. Nordrhein-Westfalen hat gestern Lockerungen für Diskos, Volksfeste und Kirmesse bekannt gegeben und Fußballstadien sollen jetzt ja auch wieder bis zu 25.000 Menschen gefüllt werden können. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht viel sinnvoller, in allen Bereichen hart vorzugehen, um einen regulären Schulbetrieb sicherzustellen, bei dann vielleicht auch wieder steigenden Infektionszahlen? Wer möchte dazu was sagen? Frau Refus, ja. Da kann ich mich jetzt nur schwer zurückhalten. Also das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz großes Problem, was wir zulasten der Kinder dieses Landes und in vielen anderen Ländern natürlich genauso das austragen. Und wenn man sich sozusagen die potenziellen langfristigen Folgen für Kinder anschaut, in den Bereichen psychosoziale Gesundheit, in den Bereichen Ernährung und Bewegung, im Hinblick auf Adipositas zum Beispiel, und natürlich im Hinblick auf Bildung, finde ich, sollten Schulen Priorität vor Fußballstadien und Diskos haben. Und auch da kann ich wieder auf die WHO und auf das European CDC verweisen, aber natürlich auch auf die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Deutschland, die, glaube ich, immer gesagt haben, Schulen sollten an letzter Stelle schließen. In der Umsetzung war es dann manchmal etwas anders. Aber ich glaube, ein ganz klares Signal für die Zukunft, die Schulen sollten offen bleiben. Ja, genau. Das war ja fast schon ein Schlussstatement. Ich würde gerne die anderen auch noch bitten, Ihnen noch mal zu sagen, was Ihnen jetzt besonders wichtig ist, was Sie glauben, sind die wichtigsten Maßnahmen, um das im Herbst zu ermöglichen, dass die Schulen wirklich dann auch nicht mehr geschlossen werden und die Infektionsgeschehen in den Schulen auch gering gehalten werden können. Ich mache mal weiter mit Frau Huras. Im Prinzip kann ich mich wieder nur anschließen. Ich finde es auch wichtig, dass die Schulen offen sein können und dass man an anderer Stelle da vielleicht nicht jetzt ganz so viel öffnet. Ja, ich bin hier zum Thema Lüftung und Luftreiniger. Das ist einfach, Lüftung war schon immer in Schulen wichtig und jetzt haben wir hoffentlich endlich durch Corona gelernt, dass es auch dafür wichtig ist und dass wir das einfach machen müssen in Schulen. Und genau, auch da hoffe ich, dass man daraus lernt und in Zukunft einfach die Schulen besser ausstattet. Herr Klein. Ja, also wie vorhin eben auch schon angedeutet, also die Kinder haben sehr viele Einschränkungen bereits schon hinnehmen müssen in der Pandemie. Es ist jetzt ganz klar das Ziel, dass man das wirklich jetzt dem gut entgegensteuert. Dazu können alle Erwachsenen einen ganz wichtigen Beitrag leisten, indem dafür gesorgt wird, dass insgesamt das Infektionsgeschehen niedrig ist. Und das ist halt eben auch möglich durch die Impfung und durch das Verhalten, was ja auch natürlich da eine wichtige Rolle spielt. Und dann müssen wir eben zusätzlich die Dinge zusammennehmen, die es erlauben, dann eben, dass Schule und Kitas ein sicherer Ort dann sind. Und da gibt es eben Maßnahmen, die wir jetzt haben, die sollten wir dann auch einsetzen. Und natürlich muss das ganz, ganz wichtig wissenschaftlich begleitet werden, immer wieder auch überprüft werden auf die Evidenz, auf die Wirksamkeit der Maßnahmen. Und da ist noch viel Platz nach oben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch eben für die Zukunft jetzt immer wieder auch im Blick zu behalten. Herr Mertens,
Was glauben Sie, sind die wichtigsten Schritte, die jetzt gegangen werden müssen, damit das sichere Schulgeschehen gewährleistet werden kann? All das, was gesagt worden ist, sollte gemacht werden. Wir sollen Evidenz schaffen und wir sollen dann auch nach der Evidenz handeln. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, man sollte vor allen Dingen nicht hingehen und so tun, als sei die Impfung der Ersatz für alle anderen Maßnahmen. Wichtig ist eben, dass man alles das, was heute auch besprochen worden ist, hier tut und nicht einen Gegensatz aufbaut, indem man sagt, wir müssen impfen und dann brauchen wir das andere nicht mehr. So wird der Herbst und auch das nächste Frühjahr und das Winter, die Winterzeit wahrscheinlich nicht gut zu überwinden sein. Also wir müssen wirklich an alle Maßnahmen durchführen auch. Denn auch die mathematische Modellierung haben gezeigt, dass es eben sehr wichtig ist, dass eben alle Maßnahmen gemeinsam dann auch sinnvoll eingesetzt werden, um zum Erfolg zu kommen. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen vielen, dass Sie heute da waren. Ich möchte Ihnen da draußen wie gewohnt sagen, dass wir das Transkript alsbald zur Verfügung stellen. Das Video von dem Pressbriefing ist auch schon in wenigen Stunden, also 1-2 Stunden hier auf unserer Webseite verfügbar. Ja, ich danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme, für Ihre Fragen, Ihnen für die Beantwortung der Fragen und die Zeit, dass Sie sich heute Vormittag genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Bis zusammen.